Meine Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von The Forest. Wir warten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind ja jetzt relativ gen Ende. Das heißt also, wir haben eigentlich alles vorbereitet und können jederzeit abschließen. Werde ich auch so schnell wie möglich machen, sobald meine Sons of the Forest Staffel fertig ist. Die dürfte jetzt schon in Produktion sein, beziehungsweise ich werde da schon dran sitzen. Ich habe hier das hier im Voraus aufgezeichnet. Das heißt, tut mir auch leid, wenn ich vielleicht auf den einen oder anderen Tipp nicht eingegangen bin, der kam in den Kommentaren im Laufe der Staffel. Aber wie gesagt, es ist vorproduziert, damit ich die Zeit überbrücken kann, währenddessen ich mich auf Sons of the Forest konzentriere. Das wird ein Riesenspektakel, denke ich mir. Man hat so viel Gutes jetzt noch gesehen im Nachhinein. Neue Hands-on-Trailer und hat man nicht gesehen. Es wird echt geil. Es wird sehr interessant, umfangreich. Man darf gespannt sein, ne? Aber wir haben ja gesagt, wir wollen ja, solange wir noch nicht aufhören hier, wollen wir uns eine kleine Kampfbase irgendwo einrichten, damit wir ein bisschen was zu tun haben. Denn ich kämpfe ja auch ganz gerne mal. Ich bin nicht so der, der die ganze Zeit dann im Haus hockt und wenn er ein geiles Haus gebaut hat, sich das alles nur anschaut. Nein, ich gehe dann los und mache ein bisschen Action. Und ich habe euch ja gesagt, ich werde im Vorfeld mal nochmal recherchieren, wo denn gute Stellen sind. Und ich hatte ja schon eine Idee, und zwar der Übergang zu den modernen Pfeilen oben. Das ist der Übergang zum... Oh! Haben Sie! Haben Sie! Der Übergang zum Z... Was ist hier los? Eine ganze Rehfamilie hier vor meiner Treppe. Ey, ich muss hier ein Lagerfeuer hinbauen. Ich baue hier ein Lagerfeuer hin. Oh, jetzt muss... haben Sie! Ihr lenkt mich alle ab. Warum rennt ihr denn nicht weg von mir? Was ist los mit euch? Seid ihr krank? Was geht mit euch ab, ey, ihr kranken Viecher, ey? Haut doch ab von mir! Rennt weg hier! Guckt ihr mal, ey, wie dreist die geworden sind, wa? Liegt es jetzt daran, dass ich so lange keine Rehe ermordet habe, oder was? Ich will die Mutantenrüstung haben. Wo ist der Armsi? Da irgendwo ist er. Da ist er! Da! Mit der Virgie! Oh, wir nehmen uns erst den Armsi-Pickmount erstmal aus der Reihe. Ja, um die Virgie kümmern wir uns später. Ja, Grunz, mein Freund, Grunz. Oh, ich hänge irgendwo fest. Ah, Bäumchen. Okay, alles klar. Oh nein, Kartoffelkopf ist bei. Oh, Kartoffelkopf ist bei. Oh, 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 aua! Ich wusste es ja. Dreckshund. So, man darf nicht zu weit wegrennen von ihm, aber auch nicht zu nah dran sein. Also wenn man nicht so weit wegrennt, dann holt er nicht aus zu seinem komischen Rennen. Wenn man nicht nah genug dran ist, stampft er mit Boden, Fuß auf Boden und passiert nichts. Ja. Bleibst du hier? Wo willst du denn hin, mein Freund? Kannst du nicht einfach gehen? Oh, jetzt kommt die Virgie. Jetzt wird's in... Oh nein, jetzt die Virgie. Oh, oh, ich muss weg, ich muss weg. Au, 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 ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Na, und das passiert nämlich, wenn der blöde Kartoffelkopf, der Vollidiot... Ich hab keine Pfeile mehr. Wenn der Vollidiot von Kartoffelkopf, gib mir mal Pfeile, Virgie, danke. Wenn der dich umwirft und halt eben die anderen auch mit bei sind, ne? Die hauen dich dann halt eben kaputt. Die hauen dich halt zu Matsch, wenn du auf dem Boden liegst und nicht weg kannst. Und das geht ganz schnell, dass man da auch mal so, habt ihr ja gerade gesehen, so mal schnell mal zwei Knochenrüstung verliert. Oh, das ist ein hässliches kleines Drecksgörkel. Ein hässliches Baby. Ja, ich hab's getötet. Und? Wo ist dein Problem? Ne? Pass mal auf, Mutti. Und voll rein in die Mumu. Komm, noch einmal hier. Okay. So, gib mir meine Pfeile wieder. Danke. Du hattest keine Pfeile mehr, ne? Nee. So, ich muss noch die Pfeile noch aus dem Baby ziehen. Aus dem Auge vom Baby. Es war mir eine Ehre, ihr beiden. So, wo war das kleine Gör? Das ist wieder typisch, finde ich nicht mehr. Wie immer. Ja gut, scheiß auf den einen Pfeil, würde ich sagen. Ne? Ich will jetzt mal was ausprobieren. Ey, der rennt echt nicht weg, ne? Das ist so geil. Ich bin so im Einklang mit der Natur gerade so irgendwie voll. Finde ich irgendwie voll faszinierend so. Dass die Tiere vor mir gar nicht mehr wegrennen und so. Vielleicht wäre er auch gar nicht weggerannt, wenn ich keine Waffe in der Hand gehabt hätte. Ich wusste gar nicht, dass die Tiere auch so eine KI haben. Dass sie das dann merken, wenn du die nicht mehr jagst oder nicht mehr brauchst. Oder weiß ich nicht, dass sie dann zutraulicher werden.
und die halt eben um die Nase rumscheißern. Finde ich schon irgendwo ganz geil. Ja? Guck mal, ein kleines Eichhörnchen war gerade hier. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich noch eine Knochenrüstung bauen, ne? So halb. Halbe Sachen gibt's hier nicht. So, sind wir auch wieder voll. Perfekt. So. Wir können mal eine Sauerstoffflasche nachfüllen. Dann haben wir das Ding wieder voll. Falls wir wieder eine finden, können wir auch wieder einen einsammeln. Dann speichere ich mal sicherheitshalber mal einmal ab. Und dann würde ich sagen, düsen wir los. Richtung Landbrücke, wo wir unsere Kampfbase bauen werden. Zeige ich euch mal. Oh, guck mal, 4 Baumharz schon in der kurzen Zeit. Ja. Ein paar Schädel. Die Schädel packen wir mal weg. Wir werden genug Gelegenheit für Schädel kriegen, glaube ich, da. Da müssen wir auch dann eine kleine Knochenbox bauen und ein Schädel... Schädellager, wollte ich gerade sagen. Ist eigentlich ein Katapult. Ist ein bisschen zweckentfremdet, für die, die es nicht wissen. Man kann das Katapult zweckentfremden zum Schädelkorb. Einfach die Schädel da einlagern. Das Eichhörnchen haut noch ab von mir. Nee. Auch nicht mehr. Ja, doch. Doch, doch. Ja gut, wir gehen mal los. Wir gehen mal los. Ich bin so fasziniert von den Tieren hier momentan. Das geht ja gar nicht. Ich muss mal wieder ein paar Hasen schießen, damit ich runterkomme von meinem Naturtrip. Oben an der Schneebase vielleicht ein Bauhammer? Nee, ne? Glaub nicht. Nee, das ist ein Häuschen. Da ist kein Bauhammer. Schade. Schade, schade, schade. Es ärgert mich echt wirklich immer noch, dass ich nicht weiß, wo diese scheiß Bepistele... Oh, so schnell bin ich schon. Ich kann Lurch überholen. Geil. Dass ich diese Bepistelampe nicht finde, die wir irgendwo hingestellt haben. Ich weiß echt nicht mehr, wo. Und ich sehe kein Bauhammer. So, da drüben will ich hin. Da haben wir garantiert was zu tun. Na gut, viel Holz haben wir hier nicht in der Nähe, ne? Also mit dem Bauen wird es dann... Vielleicht sollten wir dann ein bisschen mehr auf Stein setzen, dass wir einfach ein Steinhäuschen bauen. Wir machen nur ein Holzfundament und bauen den Rest auf Steine. Soll ja auch eine Kampfbase werden. Das sieht dann so ein bisschen rustikal aus. Oder auch am Eingang vielleicht so ein paar Schädel anbringen und so. Also schon, es muss schon aussehen wie eine Kampfbase, bin ich der Meinung. Und es sollte auf jeden Fall auch schön mit Knochenzaun und alles außenrum versehen werden. Also da werden wir uns nicht lumpen lassen. Wir setzen mal ein Fundament. Dann seht ihr ungefähr, wie ich meine, wie wir uns das hier zumachen werden. Ich habe euch ja schon erzählt oder erwähnt, dass es hier... ein Übergang ist, den sie echt auch häufig nutzen. Und mit häufig meine ich häufig. Ja, dann werden wir uns einfach hier so ein bisschen ins Wasser reinbauen. Vielleicht noch ein Stück? Ja, kann ruhig ein bisschen etwas größer sein. Wir müssen aber aufpassen mit den Baumstämmen. Das Wasser ist tief, das heißt, es wird viele Baumstämme fressen. Dass wir das ein bisschen im Überblick behalten, ne? Denn wir haben hier nicht viele. Da oben sind zwar ein paar, aber da müssen wir auch mit Wagen, da müssen wir uns einen Holzwagen bauen, auf jeden Fall. So. Ich würde sagen, den ziehen wir mal bis hier rüber. Ruhig. Ach, ganz so weit brauchen wir gar nicht. Wir gehen mal nur bis hier. So, und dann habe ich gedacht, das einfach hier so zuzumachen. Dass man da auch nicht drunter kann. So. Ja, sieht ganz geil aus, finde ich. Ist mir gut gelungen. Da werden wir Spaß dran haben, glaube ich. Okay. Da rennt schon der erste Hase. Da werden wir auch keine Probleme mit haben. Hier ist ein schönes Hasengebiet. Hier kann man extrem viele Hasen jagen. Also wer man möchte. Ne, ich zeige euch mal kurz auf der Karte, wo das ist. Das ist da. Genau die Einbuchtung rüber zur Haseninsel. Da vorne ist die Hasen- und Bäreninsel.
also Blaubeereninsel. Da kann man ganz in Ruhe und gechillt seine Base errichten, denn da hat man überhaupt gar keine Probleme. Da ist gar nichts los mit Kannibalen und so, oben auf der Klippe. Ja, gut, aber genug gelabert, Mensch. Ich muss langsam Holz besorgen, würde ich sagen, ne? Dass wir das Ding ein bisschen fertig kriegen. Man muss halt sehen, dass man vielleicht auch nochmal ein kleines Shelter baut irgendwie. Dass man hier ja auch pennen kann. Das müssen wir auch auf jeden Fall noch erledigen. Ja, aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier so einen Baumstammschlitten hinklatschen. So, pinnen wir hier mal noch schnell ein Stöckchen. Nee, das war ein Stein. Ihr schmeißt keine Stöckchen ab? Oh, Schildi! Die brauchen wir doch. Na, was ein Zufall. Die brauchen ja eigentlich zwei Hits. Aber wenn man ein paar im Bogen nimmt, dann kriegt man das mit einem Schuss hin. Ach so. Das war hinten in den Arsch geschossen. Ich hab hier in den Po geschossen. Oh, daneben. Jetzt wird's ja kriminell. Noch einer daneben. Da ist doch dein Kopf. Sag mal. Jetzt habe ich's erwischt. Das hat aber auch gedauert. So, meine ganze Pfeile wieder her. Sehr schön, haben wir einen Schildkrötenpanzer. Das ist ja prima. Das ist ja prima. Oh, da kommen schon die ersten. Da kommen schon die ersten. Wie viele Pfeile habe ich? Ach du Scheiße, 5 Pfeile nur noch. Okay, meine Lieben. Wir haben was zu bereden. Ich habe keine Pfeile. Das heißt, du musst mal kurz aufhören. Und hör mir mal zu, hör mir mal zu. Nee, nee, bleib mir hier, pass auf. Pass auf, also. Ich würde gerne. Ey, hör mir doch mal zu. Ey, hör mal kurz auf, pass auf. Ich würde gerne kurz. Ey, ich würde gerne kurz. Der hört nicht hin, wa? Also. Pass mal auf, ich würde gerne kurz rübergehen, Pfeile holen. Dann komme ich gleich wieder. Tu jetzt deine Kollegen und dann treffen wir uns. So, jetzt hat er es verstanden. Ah, so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Sind die bescheuert. So bekloppte Vollidioten. Keine Pfeile drin? Ey, die spawnen hier aber immer. Oh, Essen. Das ist ja praktisch. Ja, da haben wir schon einmal ausgenutzt, dass wir hier einfach überall die Pressenstangen gebastelt haben. Aber wieso habe ich denn jetzt keine Pfeile hier drin? Das finde ich echt scheiße. Auf gut Deutsch gesagt. Das ist echt scheiße. Weil ja, ich habe drauf gesetzt, dass da welche drin sind. Deswegen habe ich ja keine mitgenommen. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich echt keine Pfeile habe. Also zumindest nicht viele. Ach, hier waren wir schon. Haben wir schon alles geplündert? Okay. Dann kümmern wir uns doch noch um den Sonnenhut, der hier überall wächst. Aloe Vera wächst hier auch. Wir können ja einfach mal 2 Stück pressen, so. Wenn wir hier überall Aloe Vera finden. So, mehr Sonnenhut war hier nicht. Schade, ich dachte, wäre ein bisschen mehr. Es ist auch ein bisschen mehr eigentlich. Ich höre sie schon wieder. Ich höre sie schon wieder. Ich sag ja, hier werden wir uns Spaß haben. Hier werden wir uns einen Spaß haben. Oh, da ist noch Sonnenhut. Ja, lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur Chicorée und Sonnenhut. Hier nehmen wir noch ein bisschen Chicorée mit. Chicorée, Chicorée, Chicorée. Ey, du Arsch. Ich habe zwar nur 5 Pfeile, aber für dich brauche ich nur einen. Oh, scheiße. Oder auch nicht. Was geht mit ihm ab jetzt? Der wollte mich wohl verrückt machen. So, ja, der hat auch jetzt keine Pfeile. Kein. Jetzt habe ich einen Pfeil verschossen. Verdammter Mist, ey. Habe ich nur noch 4. Kacke. Das ist noch weniger. Mit 4 Pfeilen kann ich nicht viel anfangen hier. Wie soll ich mich denn wehren? Ich pack dir. Da ist ein Hammer. Da ist der Hammer. Achso, ja, das ist mein. Ach, scheiße, ja. Entschuldigung. Das ist mein Fundament. Ach Mann, ey. Ach, ey, krieg das Kotzen hier. Mit der blöden Schädellampe, die ich irgendwo bauen muss. Oh. Ich hab gedacht, jetzt habe ich den Hammer gefunden, ey.
Aber der hat sich ganz deutlich herausgezeichnet. Also müssten wir den anderen eigentlich auch ganz deutlich sehen. Ganz deutlich finden. Aber ich finde ihn einfach nicht. Naja, der wird uns schon noch über den Weg laufen irgendwann. So. Dich packen wir mal hier ab. Jetzt müssen wir mal zusehen. Wir waren gerade dabei, hier oben mein. Da ist ein Hammer! Da ist ein Hammer! Ach so, scheiße. Mein Wagen. Ah, sie haben mich. Sie haben mich. Jetzt haben sie mich. Jetzt ist durch mit mir. Jetzt ist durch. Ja, ich glaube, ich sollte aufhören mit Post. Das geht gar nicht mehr. Also, ganz schlimm. Ganz schlimme Sache. Oh, was ist los, ey? Geile Sache. Ey, gibt's hier nicht einen Stock? Ey, ich habe nicht einen Stock gefunden bis jetzt. Nein, Glück müssen wir nicht viel mit Stöckis bauen, ey. Weil das ist hier echt ein Problem. Hier liegt nicht ein Stock rum und da ist einer. Und Sticky-Bäume schon gar nicht hier, ne? Ist ja noch deprimierender. Das sind alles nur Laubbäume hier. Mit Blätter. Aber ich brauche keine Blätter. Ich brauche Stickies. Ja gut, ich habe den einen Sticky, dann hauen wir den jetzt da rein. Dann reicht das. Wo ich deutlich die Hämmer zu sehen sind. Naja. Weiß der Geier, wo der ist. Das ist bestimmt ein Bug. Und es gibt ja auch nur die mit den die Lampen mit dem Schädel. Was anderes kann man mit den Schädeln gar nicht machen. So, dann haben wir den fertig. Da würde ich sagen, hacken wir uns mal die ersten Bäumchen um. Ich höre sie schon wieder. Ich habe hier doch keine Ruhe. Vor allen Dingen habe ich keine Pfeile, verdammte Scheiße. Und schon gar keine Zeit für euch, meine Freunde. So, komm mit auf meinen Haufen hier. So, lass mich jetzt Holz hacken. Ich will ein fleißiger Holzfäller sein. Haben wir schon mal die... Ja, ey, kann nicht sein, wa? Nee? Okay. Ich dachte, ich habe schon wieder einen gehört. Ja, es bringt uns ja jetzt auch ein bisschen Stärke, wenn wir ein bisschen Holz hacken. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, sag ich mal. Ja, dann können wir die auch mal ein bisschen ausgleichen. Mit der Ausdauer angleichen. Aber Steine gibt es ja echt genug. Ist, glaube ich, eine gute Entscheidung, wenn man sich dazu entschließt, jetzt die Festung doch mehr aus Stein zu bauen. Denke ich mir, kommt ganz gut. Wir werden auch vorne denn so irgendwie einen Baumstamm ziehen und da allerhand Totenköpfe anbringen. Da gibt es so einen Totenkopfhalter. Also so eine Stange, die kannst du an der Wand machen und da kannst du einen Totenkopf draufstecken. Und da können wir alles zupflastern. Mal gucken, wie viel wir zusammenkriegen hier. Wird aber eine ganze Menge sein, bin ich mir ziemlich sicher. Na schaut mal, wir sind den ersten Tag hier und wir sind schon belästigt worden. Von irgendwelchen hochkriminellen Kannibalen, die hier rumrennen und irgendwelche anderen Leute auffressen. Da unten rennen sie schon wieder übrigens, mal kurz zur Info und auch wieder über den Übergang. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Das ist ihr Hauptweg darüber. Sonst haben sie keine Möglichkeit, auf diese Insel zu kommen, außer ganz, ganz, ganz hinten da. Und das hilft ihnen nicht wirklich. Haha. Deswegen machen wir uns da einfach breit. Wird denen gar nicht gefallen, aber auch gar nicht. Und das ist ja Sinn der Sache, ne? Oh, schon voll, ja? Habe ich gar nicht mitbekommen. Jetzt gut rangefahren mit dem Wagen? Ich sehe das gar nicht. Ich glaube ja, wa? Kann man hier so? Ja, ja. Doch, das geht. Alles gut. Nein, nicht gut. Nein, fall um. Nein, nein, fall wieder um. Bitte fall um. Komm, ich schub dich. Oh. Wenn der Griff im Boden landet, hat man manchmal ganz schlechte Karten. Dann kriegt man den nämlich gar nicht mehr raus. Dann kann man den nur noch wegreißen. Turbo! So. Komme ich jetzt hier wieder raus?
Ich bin bestimmt auf den kleinen Baumstamm geparkt, der da war. Das mag der Wagen gar nicht. Aber ich habe schon die geilsten Bugs mit dem Wagen erlebt. Wirklich die geilsten Bugs. Da fliegt man mal so 15 Meter in die Höhe. Einfach so. Weil der Wagen wieder irgendwo hängen bleibt beim Rennen. Ja, und Klatschbumm ist man tot, wenn man unten aufkommt. Haha. Ah, ich dachte, ich habe jemand gehört, aber wohl nicht. Ich würde auch sagen, wir nehmen jetzt die nächste Ladung Stämme erstmal, um unser Domizil fertig zu bauen, beziehungsweise unser Speicherstand. Dafür brauchen wir ein paar Stöcker. Hehe, da geht's wieder los. Wir brauchen Stöcker. Scheiße. Kriegen wir auf die schnelle Stöcker her. Also hier in der Gegend ist mit Stöcker echt mager. Aber ganz mager. Wir werden mal noch den einen Baum hier fällen und dann gehen wir mal da geradezu hoch. Da lag ein Stock, den habe ich gerade noch so eingesammelt, bevor ich den Baum getroffen habe. Denn da verschwinden nämlich die Sticks, die er gedroppt hat. Die sind da plötzlich weg. Dunkler und dunkler. Wir müssen noch unbedingt noch die Sticks holen. Oh, das wird kein gutes Ende nehmen. Wenn wir dann dunkler Nacht jetzt in den Wald rennen müssen. Eieieiei. Ich bin doch nicht Hänsel. Mensch. Aber es muss wohl sein. Das heißt, wir gehen mal hier hoch. Komme ich hier hoch? Ja. Sehr schön. Schau mal, ob wir hier ein paar Sticks finden. Hier habe ich ja vorhin nicht geguckt. Definitiv liegt da schon mal einer. So, einer, toll. Also ich brauche da ein paar mehr als einen, bitte. Aber hier liegen schon ein paar rum, also. Habe ich schon gesammelt jetzt. Ich habe auch das Gefühl, komischerweise, dass man in der Abenddämmerung mehr Sticks findet, wie tagsüber. Komischerweise. Ich weiß gar nicht, wie viel dieses komische Shelter braucht, aber ich glaube, mit 10 Stück sind wir schon ganz gut dabei. Wir brauchen nur 7. Alles klar. Dann werden wir mal. Es wird nämlich dunkel. Dass wir das Ding noch aufgebaut kriegen, bevor das hier völlige Nacht wird. So. Nehmen wir gleich den Holzwagen mit, ja, ne? Der ist zwar noch nicht ganz voll, aber 2 Stämme könnten noch. Egal. Wir haben auch hier ein Feuerzeug, was wir anmachen können. Mein lieber Hatte, mach es bitte an. Sonst siehst du nicht, wo wir langfahren, so wie jetzt. Ja, wenn wir dann hier außen rumfahren müssen. So. Einflugschneise. Und dann bitte aufpassen, dass du den Wagen nicht wieder auf dieser komischen Wurzel parkst, die da ist. Wie vorhin. Lass mal nämlich mal lieber hier stehen. Ach, scheiße. Wir wollten... Warum sagt ihr denn nichts? Wir wollten noch das Holz nehmen für den Jagdunterstand. Mensch. Da müsst ihr mich doch dran erinnern. Oh, ist ja nur vorübergehend. So, 5 Stück noch. Das heißt, wir müssen uns mal einen großen Baum schlagen da oben. Was ist denn so ein Fünferbaum? Ich glaube, gleich der vor uns ist ein Fünferbaum. Der hier? Sieht mir sehr verdächtig aus, der Junge. Sehr verdächtig. Siehst du, jetzt ist nämlich dunkel. Ich habe es geahnt, deswegen habe ich mich ein bisschen angehalten. Es geht nämlich schlagartig mit einmal. Dann sieht man schon mal kaum mehr was. Das heißt, wir werden jetzt zusehen, dass wir so schnell wie möglich da runterkommen. Den Wagen lasse ich hier oben stehen. Ich habe die jetzt nur kurz eingelagert, damit die nicht wegrollen. Pack mal schnell mit der Hand rein. Das geht, glaube ich, jetzt schneller, wie mit dem Wagen da runter zu fahren. Und sich wieder durch die ganzen komischen Felsen durchzuschlängeln.
Und das nächste Ding ist ja, wir müssen pennen können, ne? Also, es dürfen keine Gegner in der Nähe sein. Sonst pennt der einfach nicht. Dann werden wir mitten in der Nacht geweckt, dann kommt so ein komisches Geräusch und dann kriegst du erstmal Panik. Was ist los? Was ist los? Oh, scheiße, da rennen sie schon. Ne, was habe ich gesagt? Aber er ist vorbeigerannt. Ich hoffe, er bleibt auch da hinten. Nein! Die haben uns. Ah, muss ich auch noch kämpfen, ey. Und das nachts, meine Freunde. Ihr wisst ja, was ich davon halte, ne? Eigentlich gar nichts. Und gar nicht, wenn die Batterie alle ist am Bogen. War mal der erste. Ist irgendwo noch einer. Ich versuche mal zu schlafen jetzt. Vielleicht ist der andere jetzt abgehauen. Das machen die ja oft. Dass sie ihre Kollegen einfach. Jawohl. Sehr schön. Wir haben die Nacht überstanden, meine Lieben. Das hat doch geklappt wie am Schnürchen. Ja. Prima. Dann würde ich sagen, in der nächsten Runde geht es hier weiter. Ne? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, wie immer. Ich verputze die auch noch zu Knochen auf Screen und dann werden wir mal schauen, nächste Runde hier das fertig bauen oder zumindest ein bisschen vorankommen. Wir haben weite Wege bis zum Holz leider. Aber mal gucken, es wird eine Menge los sein hier. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ne? Klickt gerne mal auf Like oder macht doch mal einen Kommi rein. Freut mich immer. Könnt mich abonnieren, verpasst ihr keine weitere Folge mehr. In diesem Sinne euch noch einen schönen Abend bis zur nächsten Folge. Tschüssi!